Ey, Mann, ich konnte mir wieder keine Muni holen. Wir waren gerade im Ammunition, willst du mich verarschen? Da habe ich mir aber keine Muni geholt. In dem Ammunition. Ja, Junge, da muss ich doch bei jeder Waffe einzeln Muni holen, das ist doch richtig gay. Gay, gay, gay. Ist das ernsthaft ein fliegendes Auto gerade gewesen, oder was? Ja, moin. Deine Rüstung. Wo ist meine Tasche? Ja, aber wo ist mein Helm? Und hey Mann, wo ist mein Auto? Warum liegt hier Stroh? Können wir weitermachen damit? Irgendwann sind die Memes uns dann, glaube ich, ausgegangen. Ich habe jetzt schon keine Ahnung mehr. Ja, warum hast du eigentlich so komischen BH an? Das soll ich auch fragen. Ich? Oder Berti? Nee, ich bin das. Ja, hallo? Ich bin hart gerüstet. Man, meine Brüste sind gerüstet. Gebrüstet, sozusagen. Wollt ihr zu viert oder alleine fahren? Ist egal, können wir mal zwei Kuruma fahren. Machen wir mal hier. Ja, Janik, schreib mal einen Kuruma, Alter. Deinen komischen gelben, ungepanzerten Kackwagen, den wir keine haben. Okay. Kannst auch alternativ in Rusty Rebel anreisen, ja. Ich kann. Ja, markier mal. Mit meinem guten Königsweg bin ich auf jeden Fall schneller. Ja, ich glaube, wir müssen hier nicht mal Kuruma fahren. Aber das ist. Aber ich kann auch aus dem Dach mitfahren. Was? Marcel Scorpio? Lebt da eigentlich noch der Typ? Keine Ahnung. Ich musste letztens wieder über den lachen, als wir über Marcel Davis geredet haben und mal irgendwo ein Video gab, wo dann einfach so ein Videoclip mit Marcel Davis war, aber mit Marcel Scorpion unterlegt war. Und dann klingelt so an der Tür und Mose zu dem Scorpion ist bekommen. Ach, das kenn ich auch noch, ja. Nö, Alter. Das war schon ziemlicher Spacko, aber solche Leute werden halt trotzdem dann immer mega berühmt auf YouTube, also. Ja, nicht, weil sie eben so sind, wie sie sind. Warum sind wir nicht so, dann wären wir schon berühmt. Nein, dann wären wir, also wäre ich schon berühmt. Bei dir ist ja moderate fast 10.000 am Start, oder was? Fast. Ja, fast 9.000. Aber es ist ja rückläufig, also. Wie nennt man das regressiv? Ja. Kommt das nicht aus Mathe? Ach, sei leise. Was? Ich hab davon sowieso keine Ahnung. Ja, hier, Achtung, Abkürzung. Schneiden die Kurve. Schneiden den Penis. Perfekt. Markier doch mal den Deluxo, Mann. Ja, sag doch was. Hat er vorhin echt gesagt. Hab ich nicht gesehen. Oh, Touchpad! Genau. Fährt er oder was? Nee, fährt nicht. Und warum hast du jetzt nicht einen Heli gespawnt und dass wir mit dem Heli fliegen? Das kann man in solchen Missionen nicht. Achso. Das ist ja keine Public Scheiße da. Spielen nur in Public Sessions, wo dann irgendwelche Leute mit Xen am Start sind. Das ist genauso wie wenn man bei irgendeinem Spiel vor einer schweren Szene irgendwie 5 Minuten Cutscene hat und die dann immer wieder angucken. Ich dachte schon erst, du wolltest 5 Minuten Terrine sagen. Wolfenstein, mein Leben, immer die Cutscene angucken. Ja, das ist genau sowas, finde ich, weil schau mal, das ist doch gerade nicht schwer. Warum ist das dann Teil von der Trophäe? Das ist doch irgendwie unfair. Was ist nicht schwer? Ja, das Fahren hier. Man kann ja nicht sterben hier. Alter. Ja, aber du kannst ja sogar, es gibt hier Methoden, wenn alle in einem Auto sitzt und alle den Heist schon mal gespielt haben. Ja, aber dann muss dafür Geld zahlen. Ja, und? Ist doch, das wäre mir bei Criminal Mastermind, wäre es mir das wert. Ja, aber das kostet voll viel, ey. Dafür müssen wahrscheinlich, keine Ahnung. Das spielt ja echt keine Rolle mehr. Es gibt ja jetzt ein AFK, ich stehe bei Stupid. Da kriegst du aber kein Geld. Ach doch, da kriegst du Geld. Ja doch, 10.000. Ja, 10.000 alle 15 Minuten. Da bist du aber richtig reich von. So, komm Janik, wir nehmen meinen Deluxe. Okay. Ihr könnt alle, ist besser, wenn alle in einem fahren. Also, alle in einem. Hey, das ist ein Zweitürer. Einzelnen, jeder einen, das will ich damit sagen. Okay. Ja, sorry, wo ist noch einer? Aua, Janik, aua. Hast du gesehen? Ich bin mit Sauder wie du. Hier stehen aber doch nur zwei, oder? Das ist sogar mein eigener mit dem blauen, hässlichen Heck. Ja, und ich hab den schönsten von allen. Wer geht wohl? Ich geh auf B. Auf B. Ich gehe auf A. Ach, die haben sogar Buchstaben. Ich gehe A. Oh, muss ich schießen?
Wie dann gehe ich auf C. Nee, erstmal, wir müssen hier nur bei den Autos. Am besten fahrt ihr vor, setzt euch vor die. Wieso habe ich ein Fadenkreuz weil beim du Fahren? Du schießen kannst mit dem Auto. Drück mal Dreieck, Viereck. Dann kannst du auf Raketen sogar wechseln. The fuck? Oha. Setzt euch am besten vor die Vans. Und dann müsst ihr euer Handy rausholen und hacken. Das ist unten rechts, ist also so ein Programm. Vor die müssen wir uns setzen. Ja, weil da nach hinten raus schießen die halt. Und die sitzen halt hinten in dem Van drin. Deswegen macht Sinn, wenn man vor die fährt und dann nicht getroffen werden. Ja. Wie sie hacken. Wer fährt jetzt zu welchem? Ich fahr A. Ich fahr auf der gleichen Tür einfach. Oh mein Gott! What? Ah. Ey, aber ohne Spaß, man kann ja beim Hacken gar nicht Inventar machen, oder? Dann macht er das Handy doch zu. Du kannst das auch einfach zumachen und dann wieder auf, dann ist der Progress aber gespeichert. Bei mir haben die gar nicht geschossen. Ja, moin. Warum hab ich dann die Homos, die schießen? Wahrscheinlich Skill-Based Matchmaking. Nee, die schießen immer. Ja, bei Yannick ja scheinbar nicht. Ey. Ja, wenn man dahinter fährt, dann... Also ich war halt sofort vor denen und dann waren die so langsam wie, keine Ahnung, sonst noch. Ja, keine Ahnung, bei mir ist der weggefahren. Ich habe versucht, auf gleicher Höhe zu bleiben, aber der war schneller als mein DeLorean, ey. Richtig krank, ey. Bei mir war der voll langsam und der hat sogar gewartet im Verkehr. 88 mph sind halt nicht schnell. Ich meine, reicht, um in der Zeit zu reisen, aber trotzdem bist du nicht schnell. Vorbereitung Lauschangriff, ey. Warum? Kriegen wir nach der Mission das komische Call of Duty 4 Perk, wo wir den Gegner-Chat hören können. Hier, gleicher Plan, ich mach wieder eine A. Hä? Ich kann als GPS gar nicht die Objective. Warum ist meine Tür da aus? Ja, jetzt. Ja. Securing C. Also so Capture Progress dann eigentlich. Oh, ja, playing the Objective. Ich fahr zum Winkel gerade. Stell dir vor, wenn man hier wirklich, wenn es nicht nach einem Tod abspeichern würde, dann hört man so im inneren Auge so, als hätte es über den Finish the Mission. Ah, leider you're the only one left. We all count on you. Gut. Kann man den eigentlich auch ausbremsen? Weiß ich nicht. Hab ich noch nie probiert. Nee, der schiebt mich. Ah, das ist chillig. Also bei mir ist das ein Wagen von Gruppe 6, der schießt nicht irgendwie. Okay, mein Hack ist durch. Was wollte ich jetzt? Muss ich kaputt machen? Also mich schießt er jetzt aus. Oh ja, vorne, schieß also. Doch! Er schießt gar nicht! Du musst mit L ein? Ach, nicht mit X. Der Einschuss. Okay. Ja. Oh, kann ich direkt erstmal wieder snacken hier, ja. Ja, ich auch. Und jetzt? Ich glaube, da kriegen wir gleich noch eine Nachricht für was anderes. Bei mir steht Hack and Target, aber da ist nichts. Hä, was heißt denn Panzerung automatisch? Bei mir ist D. Dass der visuell deine Panzerung zeigt an deinem Charakter. Das ist Freude, Target. Hast du so eine Weste? Hat dein Charakter so eine Weste? Bei mir steht Destroy the... Das ist Bertie wahrscheinlich, wa? Das ist bei D, ja. Bertie hätte eigentlich B machen müssen für Bertie. Oder Y. Ah ne, da wird's ja Konflikt geben. Bertie hat schon ewig nichts mehr gesagt. Nee, hat er. Ja. Bertie muss sich auch konzentrieren. Warum soll ich auch was sagen? Ach, wir haben also ich habe mein Ziel Ziele auch abgeschlossen. Hä, haben wir neue Wagen bekommen? Ja. Neue. Das, wie soll denn das gehen? Schwebemodus R1. Ich nehme wieder C, ne? R1 drücken, Leute. Ich nehme wieder D. Hä, du verarschst mich doch gerade. Schwebemodus. Das wird doch irgendwo an. Nee, R1 kann sein, dass das bei euch was anderes ist. X. Ja, X. Dann halt X bei euch. Boah, ist das fein! Das Chromobil ist echt der DeLorean. Und damit könnt ihr dann auf Wasser schweben.
Oh mein Gott, wenn ich jetzt aus der Links drücke, bin ich tot, oder? Wenn du im Wasser, ja, dann ist die Mission gefailed. Ja, wie kann man denn aus Versehen X drücken? Nicht nett, aber eben anders vielleicht schon. Du drückst ja jetzt in die Arme, sogar nichts. Ah, fuck, das Handling ist ja übelst kacke beim... Ist da gerade schon jemand bei C, nicht, dass ich da umsonst hinfahre? Oh, ich hab meins kaputt gemacht und hab's noch nicht gehackt. Hä? Dann wäre die Mission doch fehlgeschlagen. Ja, die kommt wahrscheinlich auch gleich fehlgeschlagen. Jo. Oh, was machst du denn? Das war doch, du musst doch nur daneben herfahren und nichts machen. Ich war so froh, dass ich in meiner Rakete getroffen habe, obwohl kein Lockern kam. Ich weiß jetzt, warum kein Lockern kam. Skillshot, ey. Hoffentlich gibt's jetzt einen Checkpoint. Wissen wir jetzt nicht. Ah, Jungs, war... Criminal Mastermind ist noch drin. Der ist schon in der ersten Mission direkt vorbei gewesen, weil du gestorben bist. Aber nicht wieder das mit den Autos jetzt, oder? Ich glaube, wir machen jetzt direkt die Bude. Oh, Leute. Warum? Ach, Leute, du hast das gerade verkackt. Ja, ich weiß, aber. Wo ist denn meiner? Ist das der hier? Wo ist der Bude? Ah, ja, das ist meiner. Nee, ey, das ist mein Chrommobil, ihr Ficker. Ja, raus aus meinem Chrommobil. Nehmen. Nimm dein Arm! Was soll das denn? Das ist kontraproduktiv. Oh Mann. Ich fahr wieder zu C. Ich muss da links! Ich war bei C. Hallo, man fährt immer rechts. So, jetzt habe ich das geile Pornomobil. Was meinst du, Yannick? Ich war bei C gerade. Hey, ich war immer bei C, also insofern. War immer bei A. War ich mit. Okay, ich war nach wie vor D. Ach, das ist ja sogar auf Zeit. Ich fahr nach. Wissen mal. So ein bisschen rumschweben hier, kein Problem. Wir kauen den. Banner Paradise gespielt, Stu. Ja. Kennst du den P12 Special? Kann ich mich jetzt nicht mehr dran erinnern, aber. Ja, das ist der DeLorean. Das ist genau das Ding hier. Und der kann auch schweben, oder was? Ja, der kann auch schweben. Und der kann sogar schweben, driften und alles. Also das haben sie... Ja, es gab auch den Dingens, so eine Knight Rider Verarsche gab's auch. Und Batmobil gibt's auch. Ich will ja nichts sagen, aber das hier ist schon heftig kopiert. Kennt... Hä? Die haben beide das von dem Film, ey. Eigentlich müsstet ihr doch noch von aus James Bond gab's so ein Submarine Car. Das war so ein weißer Lotus. Ja, genau. Den gibt es hier auch. Das ist ein Unterwasserfahrzeug. Der Spion, der mich liebte, das habe ich schon gesehen. Das war auch einen von den Heist-Screenshots von Stromberg. Der heißt Stromberg. Ja, das ist auch ein Zufall. Ja, der, weil der Director hieß so, ne? Ne, der Bösewicht. Ach so, der Bösewicht sogar. Ja. Ach, man sinkt dann trotzdem. Ich dachte, man kann dann auch wirklich die Höhe selbst bestimmen. Hacke ein Ziel. Ja, aber das fühlt sich an, als würde der auf Eis rutschen, wenn man dieses schwebt. Ja. Ah, die ballern ja vom Boot aus sogar. Der Homo Dance. Alle machen den Homo Dance. Aber die sind hier viel wendiger auf dem Boot, das nervt. Oh oh. Kein Signal. Hey, die sind ja beide beim... Was? Das ist generell eigentlich schlecht, wenn einer aufhört zu reden mit einem Satz. Ist man eigentlich gezwungen, das Auto zu benutzen, oder kann man auch schwimmen? Ich kann auch das nächste noch hacken hier, wer auch immer gerade bei dir ist. Ich. Glaube ich. I'm already hacking. Wer ist bei A? Ich bin bei A. Na, okay. Soll ich dich mal angelassen, bevor ich noch was falsch mache? Wo ist denn hier jetzt noch eins? Jawohl. Er hat es einfach kaputt gemacht, der Stuhl. Ey! Ja, fang mich doch. Ja, dann warte mal, bis du siehst, was ich noch kann. Wenn ich jetzt gestorben wäre. Sag mal, X drücken. Nee, X nicht.
Ja, Nick, ich weiß, es ist schwer zu unterdrücken, aber... Ja. Wie komme ich jetzt hier wieder an Land, ey? Ich muss ja für die X-Taste... Hey, wie kommt man mit dem Auto wieder an Land? Du fährst einfach aufs Land. Ja, witzig, da sind überall Mauern, da kann er nicht höher. Ja, dann muss die Mauer halt weg. Wir brauchen Hesselhoff. Was? Wir brauchen Hesselhoff. Aber ja. Nicht. Übelst kacke bei Spielen, wenn man vergisst, am Strand irgendwelche Dinge einzubauen, wo man hochfahren kann. Das kotzt mich bei jedem Spiel immer so extrem an. Ne? Stimmt, weil man in so vielen Spielen mit dem Auto auf dem Wasser fährt, wo man wieder an Land fahren muss. Ist es dasselbe bei Schwimmen oder so, wenn man erst eine halbe Stunde schwimmen muss, bis man mal wieder ein kletterbares Ufer findet oder so. Na. Einfach packen. Das ist ein mega viel Spiel. Bui! Einfach Janik weiß noch, GTA Vice City auf die andere Insel glitscht, Autos können auf Wasser fahren, fertig. Oh. Hey, wie bist du hier reinkommst, du? Der kann nicht. Ich bin über die. Begib dich zum internationalen Flughafen von Los Santos. Stu, bitte helf mir. Hä? Wie bist du da reingekommen in den Flughafen? Bin übers Wasser und dann war da so eine. Rampe, so eine Sandrampe, da bin ich drüber geflogen. Boah, der schwebt ja richtig, ey. Krass. Wie der sich anhört, wenn er schwebt. Ohne Spaß, die sollen mal, wie das geleakt wurde oder so, die sollen mal endlich Vice und Liberty City Stories portieren und auf die PS4 bringen, ey. Das war doch irgendwie hier, wie heißt das, ESBR hat die doch geratet. Hey, ich bin da, ich bin nicht der letzte Nippie. Also ich habe eigentlich hier Platin verdient, weil ich 2 zerstört habe. Oh nein. Sag bloß. Also, wenn ihr mir einstellen könnt, dürft ihr mir ruhig jedes Mal Bronze geben, ich mach das nichts. Ja dann. Bronze? Bronze. Nein. Bronze. Nio. Vor allem, der leuchtet dann ja auch noch so epic, ey. Achso, wenn du schwebst, meinst du, die, ja. So wie beim Millennium Falcon, so ein bisschen die Leiste. Ja. Wo bleibt ihr denn? Wir haben nur noch 10 Minuten. Mit seiner Vita am Tippen, oder was? Nein, der Servus ist gerade am Tippen. Ja, hört man das so? Ja. Okay, ich meine 3 Meter zurück. Jetzt steht er so aufgedeckt 3 Meter zurück. Hallet Klärchen. Oh, jetzt hat er einen schönen Konvoi da, wa? Volle Möhre dagegen gefahren. Hui! Oi, oi! Werde ich kommt auch nicht voran. Du kannst auch einfach den Modus wieder wechseln, ne? Kannst du einfach fahren. Ja, und ich finde cool. Oh, wir müssen zum. Wir müssen dahin, hinterher. Hacke das Flugzeug. Ja. Alles sind nur noch am Hacken, selbst die GTA 5. Mann, die Glitches. Er geht nicht. Ja, Jungs, muss man wieder rechts drücken, oder? Da passiert jetzt Hacker. Irgendwer ist am Hacken. Ich tschüss, Bitches! Huhuhui! Oh ne, jetzt kann man linken nicht Stick nach hinten. Linker Stick nach hinten ziehen. Hä, echt jetzt? Ja. Ha, ja, Nick! Hä, laber mal keinen Scheiß! Doch, linken Stick im Hover-Mode. Ja, ich kann den Hover-Mode. Achso, man muss die App zumachen dafür, okay. Gott, was touristisch, Junge. Call of Duty ist nicht dasselbe, was es mal war. GTA auch, ey. War auch mal ernst. Das meinte ich ja darauf bezogen. Also. Wie hoch muss ich denn noch gehen? Moin. Ja, randalieren mal hier nicht mit dem Flugzeug, ey. Ich kann gar nicht, ich bin immer auch zu weit unten. 50%. Ja, nicht richtig Infinite Warfare, oder? Ja. Vor allem hinter so einer Antonov her. Wie viele Reifen die einfach hat, ey, holy shit. Da sind Helis, Leute, dreht um! Ich muss hacken! Aua! Boah, ist das lächerlich! Ich bin gleich tot. Aua! Hab den Heli! I got it!
tot. Mission failed? Ja. Wer hat denn das Flugzeug sollte nicht abschießen. Abgeschossen. Das heißt bestimmt, dass irgendein Auto von uns kaputt gegangen ist, oder? Nein, the target was destroyed. Ja, gut, dass ich ja alles sehen kann. Also ich bin auf jeden Fall nicht irgendwo gegengeflogen. Ich glaube, weil Berti nichts sagt, war das Berti. Es könnte sein, dass ich einen Heli, der da drüber geflogen ist, abgeschossen habe, der dann da drauf gefallen ist. Ja, aber das Flugzeug war bis zum Schluss intakt, daran kannst du nicht viel denken, aber ich vermute, dass das ein Heli war, den ich abgeschossen habe, der da drüber geflogen ist. Das kann dann ja keiner sehen. Junge. Ja, und sowas passiert dann, wenn man gerade auf Criminal Mastermind Streak ist. Ja, daran habe ich nämlich gerade gedacht. Ja, deshalb habe ich auch Junge gesagt. Ja. Aber dann ist das nicht gefailed. Hä? Nicht? Nee, solange du darfst nur nicht sterben. Wenn das Ziel zerstört, ich dachte, man darf auch gar nicht failen. Nee, das ist egal. Hauptsache stirbt keiner. Daran habe ich gar nicht gedacht. Ja, das ist dann schon mal nicht schlecht. Kann man eigentlich auch auf dem Flugzeug landen und dann irgendwie mitfliegen oder so? Ich versuch's. Oh, die Anlegung. Ja, moin! Was? Ich bin hier auch schon. Oh, ich hab mich jetzt festgebackt. Ja, doch nicht. Nee, war das nochmal ja nichts mit drauf, ja. Einfach mal aufbilden, das reicht der Peinlichkeit. Ah, komm, aber eigentlich ist das schon cool, so einen Teil zu haben. We are now at war with the Seven of Defense. We're Godspeed, Captain. Und dann. Oh Mann. Das ist wie aus dem Warfare Trailer? Ja, eben. Achso, ach, und dann heben wir ab, oder? Ja, der sagt Godspeed, Captain. Und dann, fliegen sie alle senkrecht ins Feld. Läuft! Moin! Woher weiß ich jetzt, ob ich hacke oder nicht? Ich der Fortschritt beim Handy. Ja, wo muss man da ein Handy aufklappen? Achso. Ja. Wie geht das? Mit rechts geht bei mir gar nichts. Hä? Handy aufmachen mit Pfeiltaste oben und dann auf die unterste Rechts-App. Ah, okay. Nee, weil vorhin hat man das einfach mit Helis. Echt? Ich hab das immer über die Handy-App gemacht. Schießt immer die Helis, aber ich hack grad. Geht denn so gut? Ich hacke auch. Ich hacke auch. Ja, schieß die Helis ab, jetzt hört auf alle zu hacken! Alter! Hallo, ich hab extra mein CFG-Menü installiert. Boah, ich werd hier abgeschossen, mein Ding ist schon kaputt. Oh, alle Helis tot, oder? Ja. Kann man hier auch boosten irgendwie? Nee. Ja doch, ja. Indem du X drückst. Sei leise! Oh oh oh, ich hab X. Ja, dann drück nochmal X. Ich hab X. Darf ich jetzt. Ich drück das gerade durch. Darf ich das loslassen oder ist das fail? Einmal. Zerstöre das Ziel, ernsthaft jetzt? Nur, dass du wieder schwebst. Leute, mir fehlt ein Reifen. Oh fuck! Er schwebt. Mir fehlt ein Reifen, Leute. Mir fehlen zwei Reifen. Das geht? Ja, ich hab vorne keine Reifen. Ab den Helis, oder? Ja. Also, solange ich schwebe, sollte eigentlich. Ja, der lockt die gar nicht um. Jetzt. Wie sinkt man eigentlich, oder? Und hast du. Also, hier ist Stick nach vorne. Oder du rufst X, dann fällst du. Du musst aber rechtzeitig wieder X drücken, damit du nicht ins Wasser fällst. Mach ich! Oh, das hat aber ein Delay. Sei vorsichtig. Wir müssen ja sowieso noch an Land erstmal. Hauptsache, jetzt habe ich gar keine Flügel mehr und der kann trotzdem noch so hoch schweben. Ja, ich habe keine Reifen mehr. Ich habe vorne echt zu. Mir fehlen zwei Reifen vorne. Ach so, die Flügel fahren sich nur aus, wenn du anfängst zu steeren, okay. Naja. Wiu, wiu, wiu. Und Achtung, über Land aus dem freien Fall. Jetzt boom. Erstmal landen. Geht es einfach? Ja, einfach aus der freien Fahrt. Ja, aber ich kann da jetzt nicht glauben, dass wir echt in GTA sind gerade irgendwie. Warum habe ich eigentlich das Ziel nicht markiert auf der Straße? Also GPS? Weil du nicht auf der Straße bist, oder? Doch. Also ich fahr. Weil du am Hovern bist vielleicht? Ich hover nicht, Mann. Okay. Ja, sorry, ey. Komm mal runter von deinem Werk, das ist so.
Exo Hover, ey. Ich kann aber auch gar nicht hovern. Das geht gar nicht mehr. Er hat doch jetzt. Ja, jetzt hover ich auch weiter, sonst komme ich ja nie an. Mit hovern ist man irgendwie auch schneller. Wie das aussieht bei mir. Exo Hover. Hey, wie kommt man denn da hin überhaupt? Fliegt doch einfach auf dem Parkhaus, ne? Kann man da hochfahren? Wow! Ja, moin! Siehst du's? Ich hab keine Reifen. Überleg mal, wie gut ich hier gelandet bin, ey. Ja. Einfach auf dem Behindertenparkplatz, ey. Hä? Gestrichelte Linie ist nicht ein Behindert. Hey, ja. Ja, der kann nur noch hovern, der kann gar nicht mehr fahren. Nee, zum CEO. So, ich hab Platin verdient, Freunde. Echt überhaupt? Die Autos hatten wir doch schon vorher, oder? Was? Jungs, hab zwei Boote kaputt gemacht, dafür gibt's Bronze. Das ist doch eh random, Yannick, das war doch letztes Mal auch schon so. Beim ersten Heist wusste man immer genau, wer was kriegt, ey. Deswegen konnte man beim ersten Heist die Platin Awards ja aufboosten oder farmen. Ey, Rank up. Meister Sergeant. Ich wusste es, dass du das sagst, ich wusste es. Awesome player to the max. Da müsstest du dann auch wieder so diese krassen einbauen. Das war aber nicht in dem Musikkurs, das ist nur ein COD. Ja, das war ein MW3, war das richtig krass. Da hat mich das immer ja, ein MW3 gemacht. Ist das ja das gleiche wie ein MW2 auch. Ja, oder dieser Sound, wenn Dingens, wenn du eine Challenge abgeschlossen hast, dieses. Was ist denn das eigentlich? Irgendein abstürzender Heli oder so, oder? Ne? Keine Ahnung, ey. Vielleicht auch. Stell mal vor, das bringen die. In einem stell mal vor, die bringen das in neuem COD, bringen die den Sound, wenn du einen Supply Drop öffnest, ey. Da wird's halt lieber einen aufmachen. Aber. Ist gerade GTA Online Release Feeling oder warum lädt das so lang? Okay. Das ist aber immer bei den Heists gewesen, weil der eine irgendwie eine Cutscene wahrscheinlich hat. Oder der Stu heimlich Supply Drops öffnet. Hallo, guys, Supply Drop Opening, yes? Enter to win. Take part in my giveaway. Wo ist denn der Wächterstuhl? Ja, ich hab noch einen Black Screen. Ja, gut. Wir sind schon wieder in einer Session drin. Wollen wir schon mal zum Ammo-Store fahren hier? Ja. Lass mich alleine. Du bist halt nicht in unserer Session. Wird auch, glaube ich, heute nicht mehr passieren, so wie es aussieht.